harten Tag hinter sich. Einen. Wenn Sie in mein Alter kommen, dann merken Sie ganz schnell, dass das Leben nicht nur aus angenehmen Überraschungen besteht. Ich bin zwar jung, aber nicht ohne Erfahrung. Wollt ihr den Job jetzt wieder haben oder nicht? Ich finde, Sie könnten sich ruhig mal entschuldigen. Schließlich können wir gar nichts dafür. Ich habe gerade 50 Mark Trinkgeld bekommen. Das war von dem Mann, der vorhin hier telefoniert hat. Ich habe das doch alles nicht gewollt. Dann schalt demnächst dein Hirn ein, bevor du irgendwas machst. Das muss ich mir nicht bieten lassen, auch nicht von dir. Guck mal, das ist doch Herr Polzer. Um Gottes Willen, der ist gesprungen. Vielleicht will er sich ein bisschen die Gegend ansehen. Ja, und wo ist er? Er stand doch gerade noch da. Komm schon, lass uns weiterfahren. Ich gehe hier nicht weg, bis ich nicht weiß, was mit ihm los ist. Hier ist er auch nicht. Das hätte mich auch gewundert. Und wenn er doch gesprungen ist? Dann ist er weich gelandet. Gott sei Dank, er lebt. Na also, bist du jetzt beruhigt? Was ist, kommst du? Er sieht so traurig aus. Fahr du zurück zum Hotel, ja? Ich muss mit ihm reden. Und was ist mit unserem Ausflug? Ein andermal, okay? Ich mache mir sonst ewig Vorwürfe, wenn er sich doch noch was antut. Du bist vielleicht die Nummer. Also bis dann. Hallo? Geschmorte Zickleinkeule mit Brandysoße oder rote Garnelen mit Knoblauch? Garnelen hatten wir schon am Montag. Na Moment, das waren Steingarnelen. Wie wär's mit St. Petersfisch? Stein? Ja, einen Moment. Das ist für dich. Wer ist es denn? Schon wieder dieser Patrick. Oh, ich bin nicht da. Hören Sie, meine Tochter ist mit einer Freundin ausgegangen. Kann ich was ausrichten? Gut, dann eben nicht. Wiederhören. Sag mal, was soll das ganze Theater eigentlich? Gestern hat er dreimal angerufen, heute schon zweimal. Warum sprichst du nicht mit ihm? Der Typ ist einfach ätzend. Dann sag ihm das doch. Oh, Leute, wie der kapieren sowas einfach nicht. Es gab mal 27.000 Hektar Weinanbaufläche auf Mallorca. Heute sind es nur noch 4. Weißt du warum? Das war die Reblaus. Sieh an. Die muss ja sturzbesoffen sein. Was bist du heute wieder komisch? Ja? Bist du wenigstens stolz auf deine Heldentat? Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass... Die ganze Insel lacht über mich, weil sich mein kleines Töchterchen einen pubertären Scherz erlaubt. Dafür kann ich doch nichts. Außerdem kann ich mir jetzt womöglich einen neuen Skipper suchen. Wieso? Weil Mark nach dieser Geschichte vielleicht seinen Bootsführerschein verliert. Das ist doch ein Scherz, oder? Wenn die gesamte Küstenwache alarmiert wird und das Ganze stellt sich nachträglich als Laune einer gelangweilten Strandschönheit heraus, dann ist das alles andere als ein Scherz. In dem Punkt verstehen die Jungs nämlich ziemlich wenig Spaß. Es tut mir leid. Die Ansicht kommt ein bisschen spät. Du bist sogar in der Zeitung. Mit Foto. Millionärstochter hält Insel in Atem. Stefanie Stein ist die Tochter von Rolf Stein, der sich als Besitzer der Luxusresidenz von Wendt einen Namen gemacht hat. Interessiert mich das. Während die gesamte Küstenwache Sonderschichten fuhr, amüsierte sich die Vermisste. Sie ein Foto? In einer lauschigen Bucht mit ein paar jungen Surfern. Die beiden Bootsführer, Mark und Thomas K., hatten ihr Verschwinden nicht bemerkt, weil sie mit den Touristen am Deck ein lustiges Kampftrinken veranstalten. Das ist eine Frechheit, ich habe keinen einzigen Schluck getrunken. Hey, bleib locker. Was die da schreiben, glaubt sowieso kein Mensch. Wetten das? Draußen können wir uns jedenfalls nicht mehr blicken lassen. Die lachen sich doch kaputt. Dann lachen wir eben zurück. Die sind doch nur neidisch, dass wir in der Zeitung stehen. Na klar, die größten Deppen auf der Insel, das sind wir. Und jetzt weiß es jeder. Blödsinn. Wenn überhaupt einer Ärger bekommt, dann Stefan. Schließlich hat sie den ganzen Wirbel ausgelöst. Das scheint ja auch irgendwie ihre Spezialität zu sein. Draußen im Hafenbecken übrigens treiben ein paar hilflose Touristen. Kann das vielleicht sein, dass sie von deinem Boot gefallen sind? Na los, du wolltest doch zurücklachen. Tu einfach so, als wären sie Luft. Oh, ist sie nicht mehr traumfrei?
Ein schönes Plätzchen haben Sie sich hier ausgesucht. Ja, die Stelle ist wirklich ideal. Ja, man ist so ungestört. Und dann diese wunderbare Aussicht. Deswegen sind Sie doch hergekommen, oder? Unter anderem? Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie ein paar Schritte zurücktreten? Ich werde ganz kribbelig, wenn Sie so dicht am Abgrund stehen. Nein, natürlich nicht. Nein, bitte nicht! Für alle Probleme gibt es eine Lösung. Haben Sie wirklich gedacht, dass ich springen würde? Das hatten Sie doch vor, oder? Und wenn ich es getan hätte? Das wäre ein großer Fehler gewesen. Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich doch gar nicht. Obwohl, so ein großer Verlust wäre das gar nicht gewesen. So was dürfen Sie nicht sagen, nicht mal... Wer ist dieser Patrick eigentlich? Geht er in deine Klasse? 3 Klassen über mir. Warum ruft er ständig hier an? Belästigt er dich auch in der Schule? Manchmal. Also, so geht's jedenfalls nicht weiter. Wenn du nicht mit ihm reden willst, dann tue ich es. Am besten spreche ich gleich mit seinen Eltern. Nein. Und warum nicht? Weil das oberpeinlich wäre, wenn's rauskommt. Ich bin doch kein Baby mehr. Ja, dann tu du's. Was soll ich denn mit dem reden? Irgendwann kriegt er schon mit, dass ich den zum Kotzen finde. Sag mal, ist das derselbe Junge, der nach der Schulparty mit dir zum Strand gefahren ist? Wenn das so ist, ich knöpfe den Kerl vor. Der soll sich nicht einbilden, er könne dich einschüchtern. Oh, Papa, bitte tu das nicht. Ich werde schon allein mit dem fertig. Machst mich vor der ganzen Schule lächerlich. Bitte. Vielleicht sollten wir Carina wirklich selbst entscheiden lassen. Wie lange willst du dich eigentlich noch verstecken? So lange, bis diese Idioten aufhören, einen solchen Mist über mich zu schreiben. Meinst du nicht, dass es auf Dauer ein bisschen langweilig wird, zu Hause rumzusitzen? Immerhin noch besser, als sich von diesen Leuten blöd anmachen zu lassen. In 3 Tagen redet niemand mehr davon. Dafür passiert einfach viel zu viel auf der Insel. Hoffentlich. Aber so lange mache ich keinen Schritt vor die Tür. Willkommen, Thomas Köhler. Ich bin nicht da. Bitten Sie ihn her, Rosa. Hallo, Thomas. Bringen Sie uns bitte... Worauf hast du Lust? Ist Stefanie da? Oh, tut mir leid, die wollte zum Strand. Zu Fuß? Das wäre ja ganz was Neues. Ihr Wagen steht vor der Tür. Sie will allein sein, glaube ich. Kann sie mir das auch selber sagen?